Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, ich bin im Urlaub. Wenn ihr noch ein paar mehr Eindrücke davon haben wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Da heiße ich macht-aus-dem-schacht. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da stelle ich vielleicht noch das eine oder andere Foto auch mit ein. Genau, und dann ganz einfach gehen wir jetzt mal heute noch rein in ein wunderbares Pack-Opening. Denn heute ist auf jeden Fall mal gut was mit am Start. Habe ich noch ein bisschen was angespart, auch hier für das heutige Video. Und ihr seht auch schon hier versus Angriff und 1 gegen 1 und Zeugsbelohnungen kriegen wir auch mal direkt am Anfang. Nehmen wir einfach mal mit, mal gucken, die Spieler sind sowieso nichts mehr wert. Pro 1, so bin ich nur. Oh, was ist das denn? Nur Pro 1 beim Manager-Modus, Hilfe. Da war ich wohl nicht so gut am Start, aber okay. Pro 3 Division, Hilfe ist das. Okay, da war ich wohl wieder ziemlich schlecht. Ach, ich habe wieder vergessen, das Team umzubauen. Ach, oh Gott. Ich sehe es jetzt schon. Ich habe vergessen, das Team umzubauen wieder. Und habe durch... Ach, oh Gott. Das ist ja absolut lost wieder gewesen. Komplett lost. Gar nicht dran gedacht hier. Na gut, was ziehen wir jetzt hier? Walkout. Komm schon, irgendwas Gutes vielleicht. Messi, Lewandowski. Lewandowski, jawohl. Robert Lewandowski nehme ich mit. Okay, 91er sogar. Wen haben wir noch da drin? 2 Millionen. Sehr schön. Und Neuer und Mbappé. Schön. Gutes Pack, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist ein gutes Pack. Die Spieler kann man sowieso nicht mehr verkaufen. Deswegen gehen wir einfach nochmal durch. Was haben wir hier Schönes drin? Und, oh, Mbappé. Ja, Mbappé. Das wird Mbappé. Das ist Mbappé. Das ist gut. Nehme ich mit auf jeden Fall. Jawohl. Zack, zack. Wen haben wir dahinter? Oh, zweimal Salah. Perfekt, okay. Ja, war solide das Pack. Und, ja gut, das will ich jetzt eigentlich gar nicht sehen. Pro 1 ist ja absoluter Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Wahrscheinlich gar kein Spieler. Ach, Nuno Mendes. Naja, perfekt. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist doch eine gute Sache. Ist doch eine solide Sache. Mal gucken, was ich mit den Spielern machen werde. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Wenn es mal eine schöne SBC gibt, dann weiß ich auf jeden Fall, was man damit machen kann. Wir gehen einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein. Ich habe gut was hier zum Abholen. Ich habe gut hier gespielt. Ich habe 65 Punkte davon. Das sind jetzt nicht allzu viele. Aber ich kann hier nochmal weitergehen im Woche 2 Zeug hier. Ich habe nämlich auch, glaube ich, im Star Pass auch gut was zu mitnehmen. Mal schauen, wie weit ich da kommen werde. Aber ich werde natürlich jetzt noch nicht alles machen. Noch ein bisschen auch aufheben für die weiteren Videos und so. 98 Plus Pack kann ich aber noch mitnehmen. Let's go. Nehmen wir auch nochmal mit. Hier auch für den wunderbaren Umtausch, den wir auch dann gleich natürlich noch machen werden. Let's go. 99er Kurbel. Na gut, nimmt man halt mit. Und hier, das kann ich auch noch öffnen. Na gut. Nehmen wir auch noch mit. 7x Prime Token. Ja, schöne Sache. Schöne Sache. Wunderbare Sache. Und da sind sie. Heißt, ich habe jetzt 72. Und das hier kann ich auch schon öffnen. Lol. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Aber dann nehmen wir das auch schon mal mit. Let's go. Schauen wir mal. Vielleicht ziehen wir sogar einen Walkout hier raus. Aber hier kann man ja maximal Petri ziehen. Kein Walkout. 100er Grimaldo. Auch gut für den Umtausch. Damit kann ich doch leben, weil für einen Umtausch macht man doch da einiges. Wir können eigentlich hier mehrere auf einmal öffnen. Ich habe ziemlich viele Punkte. 240, 6 Packs, 6 Spieler. Let's go, auf einmal einfach öffnen. 6 Totis hier auf einmal. Let's go, der schlechteste am Anfang. Rizzo, Doan, nochmal. Nochmal Doan, dreimal Doan. Ich dachte schon hier. Das sind ja nur 8. Na gut, okay doch, 100 ist dabei. Aber dreimal Rizzo Doan. Perfekt. Perfekt auf jeden Fall hier. Das ist doch super, EA. Darüber freut man sich doch. Okay, 2 Packs können wir machen. 2 Packs. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Walkout. Ich habe hier gefühlt nie Glück aus diesen Packs. Wir werden mal sehen, Leute. Wir werden sehen. Wir gehen rein. Auf geht's. Komm schon. Vielleicht jetzt mal irgendwas Gutes, EA. Kein Walkout. Schade. 102 Nunez. Nun ja, ist am Start. Okay, einen können wir doch mal machen. Komm schon, wenigstens irgendwas Gutes. Irgendwas, womit man leben kann. Come on, bitte, bitte. Wenigstens einmal einen Walkout hier raus. Wenigstens einmal, komm schon. Komm, bitte gönn. Bitte, bitte, bitte. Kein Walkout, schade. Okay, 101er Süle, Hilfe, wie schlecht. Hilfe, 101 Süle. Das geht auf jeden Fall besser. Das geht auch auf jeden Fall besser. Naja, Star Pass. Wie weit bin ich da? 52. Ja, hier kriege ich nochmal ein paar Prime Token. Die kann man natürlich noch ganz gut mitnehmen.
Aber ich will natürlich jetzt hier auch noch nicht zu viel mitnehmen, auch wegen der kommenden Videos, oder damit ihr hier auch gespannt bleibt. 117 Punkte habe ich jetzt hier. Ja, das ist natürlich fast, sind sogar fast 3 Packs. Krass. Also 101 plus Pack mache ich jetzt hier nochmal. Komm schon, gönn jetzt wenigstens einmal einen Walkout nochmal. Wenigstens einmal noch einen Walkout hier. Bitte, komm. Gönn wenigstens einen Walkout. Kein Walkout. Perfekt. 102 Nunez. Ein Duplikat, wie man hier sagen würde. Naja, nehmen wir mit. Komm schon. Gönn doch jetzt nochmal irgendwas hier. Irgendwas, womit man was anfangen kann. So, wir gehen rein bei Prime Icons. Da kann ich jetzt, ich würde mal sagen, 2 Packs öffne ich hier. Komm schon. Let's go, wenigstens hier raus. 101 Plus Pack. 101 Plus Pack, komm schon. Bitte, bitte. Kein Walkout. 101 Bremer. Wir sind drin. Leute, wir sind drin. 101 Bremer. Da ist der Wurm drin, Leute. Ich sag's euch. Komm, eins machen wir noch. Komm schon. Wenigstens einmal ein Walkout. Wenigstens einmal ein Walkout. Kein Walkout. Perfekt. 102 Iago Aspas. Ey, das kannst du doch keinem erzählen hier. Das kannst du doch wieder keinem erzählen, was hier wieder los ist, Leute. Was ist denn hier schon wieder los? Naja, der Wurm ist drin. Egal, wir haben noch hier Herzensbrecher. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen. Die Umtauschpacks, ich weiß, die sind ja jetzt da, aber die bringen gefühlt gar nichts eigentlich. Außer du hast halt genügend 101er. Hab ich? Na gut, ich habe genügend 101er. Das heißt, wir machen wenigstens einmal davon ein Pack. Aber mehr mache ich auch nicht, denke ich, weil das wird sonst ein bisschen zu viel, was ich da reinhaue. Und 103 plus, naja, nehmen wir mal mit. Ich glaube, maximal kann man hier einen 105er ziehen. Gönnen wir hier wenigstens was Gutes. Mal gucken. Ich mache einmal diesen Umtausch, aber nicht nochmal. Komm schon, bitte, wenigstens hier draus irgendwas Brauchbares, Zählbares, Nehmbares. Spanien, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Naja, könnte gut sein, Pedri, oder? 104. Pedri, 104. Ist aber auch nichts wert, ne? Ist aber auch nichts wert. Und da sind wir auch bei dem Problem, oder da sind wir auch beim Problem, ne? Die Frage, die sich jetzt allen stellt, Totis jetzt kaufen oder noch warten? Krasse Totis, die man haben möchte, 110er, 109er, irgendwelche Totis, jetzt kaufen oder warten? Da stellen sich natürlich jetzt viele Fragen. Sinken die noch weiter? Sinken sie nicht noch weiter? Geht's doch noch ein bisschen besser? Geht's nicht besser? Das ist immer so die Frage. Und ich denke mal, da kann man ganz einfach auch dazu sagen, Leute, wartet. Also ich würde noch warten. Also ich persönlich würde noch warten, bevor ich mir irgendwelche krassen Totis hole. Weil aktuell haben die irgendwie alle noch eine Verkaufsmenge. Also der nicht. Okay, also lahm. Könnte man natürlich kaufen. Aber die haben alle noch eine hohe Verkaufsmenge und könnten deswegen auch sinken. So ein Nkunku zum Beispiel, die ganzen 106er, 107er, die haben alle noch eine hohe Verkaufsmenge. Die werden alle noch wirklich gut sinken. Deswegen finde ich, macht man einen riesen Verlust. Also ich glaube wirklich, man macht einen riesen Verlust, wenn man jetzt schon kauft. Ich würde euch raten, holt euch die Totis, ja, aber erst am Ende des Events. Und das ganze Event geht nämlich noch 46 Tage. Es kommt das U-Toti noch, da werden die Toti-Spieler sowieso noch weiter droppen. Also wirklich noch viel mehr droppen. Da wird wahrscheinlich nochmal ein Marktcrash kommen. Da kannst du dann hier, vielleicht einen 108er für 10 Millionen holen. Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel, aber kann natürlich passieren. Schwierig. Schwierig, würde ich da sagen. Deswegen würde ich einfach auch jedem empfehlen, Leute, wartet mit dem Verkaufen und haut's nicht direkt raus jetzt alles, weil das ist schon eine gute Summe, die da auch mir dann auf dem Tisch liegt, die wahrscheinlich dann auch einfach zu viel sein könnte, weil alles noch krass sinkt. Das U-Toti kommt, glaube ich, nicht diese Woche, sondern nächste Woche raus. Da kann man natürlich auch drauf sparen und dann wirklich am Ende des Events nochmal richtig schön zuschlagen, ein paar schöne Schnapper mitnehmen, bevor der ganze Spaß wieder anfängt zu steigen. Ich glaube, da hat man auf jeden Fall dann die beste Wahl getroffen oder das Beste. Genau, also darauf sollte man auf jeden Fall achten, dass man da nochmal ein bisschen wartet vielleicht auch wenn man es vielleicht nicht mehr abwarten kann und denkt, ah, ich brauche den neuen Spieler, ich brauche den 109er Courtois, ich brauche den 109er Benzema, Mbappé. Ich würde noch warten. Ich persönlich würde noch warten. Ihr könnt natürlich auch das natürlich gerne anders machen, aber das ist so jetzt meine Meinung und darauf sollte man auch, denke ich, vielleicht ein bisschen achten, wenn ihr das anders seht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.